Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge haben wir es dann endlich geschafft, den Bosskampf zu machen. Und jetzt schauen wir Ist mal, someone was there? das mit dem Radio auf sich hat. Das haben wir ja schon alles gelesen. Merry and happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find Richard. Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? He's on the day room. Day room. Okay. Are you trying to show me the way? Finde einen Weg in die Tagesstätte. Das heißt dann, für uns nehme ich mal an, dass wir hier erstmal wieder raus müssen. Kommen wir jetzt natürlich so nicht mehr raus. Das hatte ich allerdings vergessen. Können wir hier vorne eigentlich irgendwie rum? Anscheinend nicht. Die Kamera hat auch noch nicht festgestellt. Oh, okay. Okay. Ich habe nichts. Ach so, ja, logisch. Ich muss es aufmachen. Haben wir denn hier irgendwas? Ich kann mich hier auch nicht bewegen. Alright. What now? Das haben wir uns ja, glaube ich, schon mal angeguckt, ne? Was ist hiermit? Oh, okay. Haben wir uns das auch schon mal angeguckt? Was war das? Zeit mit der Familie Urlaub zu verbringen. Ja, doch, das haben wir auch schon mal gehabt. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least Sadness was still with me, in a way. Okay. Aber ich habe keine Spuren, kein gar nichts, dem ich hier irgendwie folgen kann. Okay. Er speichert ab. Das finde ich jetzt nicht so gut. Also es finde ich gut, dass abgespeichert wird, aber das bedeutet normalerweise, dass irgendwas Schwieriges kommt. Da können wir wahrscheinlich nicht rum. Ich meine, noch kann ich ja alles außerhalb vom Körper auch machen. Oh. Is that? Oh God, it's everywhere. How many people died here? Okay. Ich gucke ja immer mal in der Geisterwelt parallel auch, ob ich irgendwas sehen kann. Ach, das waren nur Schatten, ich dachte gerade schon. Tja, muss ich jetzt unten rein oder muss ich nicht? Warum hakt der vor allen Dingen jetzt so? Ja, es sieht so aus, als ob ich da rein soll. Okay. Das wird aber jetzt kein Bossfight oder sowas hier, ne? Okay, hat da gerade was geblinkt? Nee, anscheinend doch nicht. Kann ich überall wieder raus? Ah. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that. Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away.
they stick. They echo. Moment, halt, stopp. Hör auf das Echo, stand da gerade. Ach so, nee, das ist ja das gleiche. Ja, ja, ja. Ja, something. So, ich musste gerade mal einen kleinen Cut machen, weil mein Freund es irgendwie nicht geschafft hat, mal kurz zu öffnen, als es geklingelt hat. Hier ist noch was. Können wir da jetzt auch runter? Oder ist da wieder... Sieht ja schon irgendwie komisch aus, wenn das hier so am Flackern ist. Ja. Keine Ahnung, wofür das ist, wenn wir hier nichts machen können. Ich gucke jetzt hier schon die ganze Zeit in dieser Geisteransicht, aber... Das bringt mir offensichtlich auch nichts. Die normale Ansicht bringt mir auch nichts. Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder nach oben. War ja jetzt nicht gerade viel. Können wir hier noch rein? Das können wir verschieben. Die Frage ist nur, wofür das gut ist. Aber ich denke mal, dass wir... Wollen wir da hoch? Eigentlich nicht, ne? So wie es aussieht. Hm. War da oben jetzt was? Nee. Ach so, Moment, oder? Ich muss ein bisschen... Ja, zieh es doch mal zurück. Kann ich das nicht zurückziehen? Hä? Okay, also zurückziehen kann ich es nicht. Es soll hier stehen. Oder muss ich von der anderen Seite darüber? Anscheinend auch nicht. Ja, keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier rein. Ich höre was. Cover your nose. Try not to look at him. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ugh. Definitely didn't need to feel that. Okay. Ja, jetzt wird es hier ganz dunkel. Obwohl ich eine Taschenlampe habe, das ist natürlich... aber scheint jetzt hier nichts zu sein, wo ich jetzt irgendwie draufdrücken kann. Ach ja, sie rennt immer so schnell. Das wäre natürlich schön gewesen, irgendwie so eine Sprint-Taste oder so. Also eine richtige Sprint-Taste, nicht sowas. So, so sah das anscheinend mal aus, als es hier noch schön ausgesehen hat. Meine Liebste, ich wünschte, es wäre soweit. Der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Es erscheint so einfach, nur in den Briefkasten werfen. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, ich verspreche es. Ich liebe dich von ganzem Herzen. F. Okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Okay. Also da hinten zeigt ihr mir die beiden Dinger an. Eins konnte ich ja benutzen, das andere konnte ich nicht benutzen. Ich bin mal gespannt. Also wenn es hier weitergeht, ist ja alles okay. Sagte sie und geriet in eine Sackgasse. Oh, reden kann ich auch nicht mehr. Mann! Das erinnert mich an die erste Szene, glaube ich, wo wir runter ins Krematorium gegangen sind. Beziehungsweise ins Bestattungsinstitut. Da ist noch was. Francis. Ah, was soll ich nur mit dir machen? Also F. ist anscheinend Francis.
Als Neva dicht gemacht hat, hast du mich angefleht, dich zu behalten. Du sagtest, du bräuchtest etwas Zeit, um dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, dass du nützlich sein könntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur als Vorwand benutzt hast. Genau wie diese verdammten Briefe, die du schreibst. Ich weiß, dass du nie auch nur einen davon abgeschickt hast. Der Familie geht es gut. Mr. Rekovic, ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause, spätestens im Sommer. Wem willst du was vormachen, Frank? Verdammt, solange du hier bist, kann ich dich wenigstens im Auge behalten. Darauf schauen, dass du dich nicht besäufst und in einer Schneewehe bewusstlos wird. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Der gute alte Frank. Zu viel Angst, um zu leben. Zu stur, um zu sterben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich jede Hilfe gebrauchen kann. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht wäre es besser, wenn wir nicht weitergehen würden. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, nochmal so einen Scheiß zu machen. Also, das mit dem Kriechen und so, also mit dem Verstecken, das war in Ordnung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da kommen wir weiter. Und dann gucken wir hier noch erst. Ich muss mir das aber nicht nochmal antun. Hey, Marianne. You look like shit. Ich dachte jetzt, da kommt jetzt irgendwas im Spiegel oder so. Ich muss mir das jetzt aber nicht antun, nochmal vor dem Davonzulaufen, weil das ist so eine schlechte Steuerung mit dem Davonlaufen. Das möchte ich nicht freiwillig machen. Are those bolt cutters? Ja. Might be useful. Kann man den noch nehmen? Hallo? Mit der Geisterebene vielleicht? Wie war das jetzt? Okay, ich kann mich nicht in die Geisterebene. Naja, das geht auch nicht. Also ich kann es in der Geisterebene sehen, aber ich kann hier nichts machen. Es kann natürlich sein, dass wir erstmal hochgehen müssen. Das wird... Moment, hier können wir auch hin. Achso, da kommen wir wieder nicht rein. Okay. Ja. Dafür brauchen wir definitiv den Bolzenschneider. Dementsprechend würde ich sagen, versuchen wir hier erstmal rumzugehen. Wo kommst du denn jetzt her? Oh. Sadness? How did you... Ah, shit! Aua. Okay. Well, that's my... Entschuldigung, hab dich abgeschnitten. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Da. Aber ich wollte eigentlich den Bolzenschneider holen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rum. Und versuchen... Oder? Versuchen da den Bolzenschneider Locked. Zu holen. Abgesperrt, natürlich. Okay, gut. Obwohl. Ich komme nicht raus. Okay. Ich darf keine Reise machen. Na gut, dann gehen wir eh erstmal hinterher. Oh, jetzt komme ich da wieder nicht hoch, wenn ich da runterspringe. Okay. Ist sie jetzt vielleicht hier? Kann man die jetzt sehen? Nee, immer noch nicht. Okay. Oh, Sadness, Sadness. Was machst du hier mit mir? Wo bist du? Du blöde Kuh. Nicht, dass wir hier gleich mit dem Körper reinspringen sollen oder so. Aber hier kommen wir doch wieder zurück. Also ich glaube nicht, dass das hier... Ich sehe hier auch keine Spuren. Ich habe halt nur gesehen, dass wir hier rein sollen.
Tja. Jetzt sind wir wieder hier. Ich sehe auch nichts. Also da sind jetzt keine Spuren mehr. Von ihr nichts. Hier auch nicht. Hier sehe ich auch keine Spuren. Tja, und jetzt sind wir wieder oben. Also, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Laufsimulation, okay. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Aber wieso darf ich jetzt hier nicht? Das ist doch mit B, mit dem Außerkörperlichen, oder nicht? Warum darf ich das nicht dann machen, wenn ich das möchte? Können wir hier vielleicht irgendwas... Kommen nur die Steine raus. Also diese komischen... Die führen dann da rein und da kann ich nichts mehr machen. Das ist aber doch jetzt doof. Jetzt drehe ich mich hier dauernd im Kreis. Ach, die ist... Och Gott, bin ich blöd. Ja, ich mal wieder halt, ne? Hey, wait up. Come on, Slowpoke. I've got an idea. We're gonna show that weirdo. What are you gonna do? There were some kids here. Okay. Ach, jetzt kann ich runter. Ja, toll. Ach, Leute. Anyone? Jetzt muss ich wieder... Nee, hier ist was. Ready or not, here I come. That voice. Ja, ich meine auch, dass es irgendwie nach Sadness gerade klang. Kann ich mir jetzt was... Ah, jetzt kann ich mir anscheinend nichts angucken. Wieder hoch? Das klingt jetzt sehr unlogisch für mich. Okay, ich sollte vielleicht da hochgehen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das sieht jetzt so aus. Nee, das geht doch jetzt wieder runter. Aber das sah jetzt gerade ebenso aus, als ob ich jetzt da hochgehen soll. Ich gehe jetzt mal hier vorne gucken. Oder? Oder ist da hinten irgendwas? Aber weil da... Nee, das geht nur hier bis zu dieser... dieser Puppe quasi. Kann ich die eigentlich nicht mitnehmen? Weil die kann ich jetzt wieder anixen. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall noch nicht. Ja, aber das ist doch nur, wie ich hier runtergekommen bin. Da runtergekommen und dann da halt in die Richtung zur Puppe. Ich gehe jetzt hier nochmal eben gucken. Ja, weil da ist nichts mehr. Oder muss ich jetzt nochmal zu dem... Das ist gerade etwas verwirrend hier. Ist an dem Gatter hier vielleicht jetzt irgendwas Neues, oder... Let me be frank. My you can... Some things don't. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also da ist definitiv nichts. Moment, da oben ist da noch was? Ah! Wieso habe ich das nicht gesehen? Weil ich bin wahrscheinlich. What? No. It's fine. I'm sure they're here somewhere. No, no. Bernard wouldn't do that. He's nice. Ugh, she's talking to herself again. What a freak.
Hey, don't talk about her like that. Shut up, Bernard. Hallo? Jeder redet ständig mit sich selber. Also streng genommen rede ich ja auch mit mir selber, wenn ich gerade am Aufnehmen bin, ne? Bin ich jetzt auch verrückt oder was? So, dann geht es jetzt... entweder wieder runter. Ja, jetzt kann ich da hinten hin, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja. Okay. Okay. Come on. It's dark in here. This isn't funny. I really don't think we should. Shut the heck up, Bernard. Guys! Oh. Kids can be such assholes sometimes. Oh, yeah. Sonst haben wir hier nichts, ne? Okay. Jetzt durch das Loch, okay. Ja, dann weiß ich zumindest, warum das eben eine Walk-Simulation war. Okay. Nee, Moment, das hatten wir aber schon. Der führt uns weiter. You wanna show me something? Da. Hallo, nimm das auch an. What the hell? Okay. Oh. Okay, konnte ich jetzt nicht drehen. Achso, da liest sie das, okay. Die Frage ist... Die führt mich jetzt nur hierhin. Hm. Ach, da unten ist noch was. Snowdrop, huh? Why does that sound familiar? Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Was war das andere? Taschenlampe. Tja. Okay. Aber es wird immer noch nicht weitergeführt. Soll ich das jetzt ernsthaft kombinieren? Das geht doch gar nicht. Hier noch irgendwas machen? Also Moment. Sehe ich nichts. Das ist ja nur, es hat meinen Blick erwidert. Ja, das klingt gruselig, aber hilft uns jetzt nicht weiter. Oder sollen wir jetzt doch wieder zurückgehen? Das kann natürlich auch sein. Kann ich mir nicht vorstellen, aber könnte eventuell sein. Naja, aber das sind nur die normalen Spuren. Hm. Puh. Das ist mal eine gute Frage. Ja, kann man nicht kombinieren. Das war mir schon klar. Kann man denn irgendwas anderes damit machen? Ich kann sie nicht angucken. Ich kann, Moment. Ich kann nur auf zurückgehen. Folge der Geisterspur. Ja, toll. Da ist aber auch sonst nichts an dem Ding. Hm. Ich habe aber keine Geisterspur mehr, der ich folgen kann. Darum geht es ja gerade, Leute. Und hier habe ich auch keine mehr. Heißt das jetzt, wir müssen... zurück oder heißt das jetzt, wir sind hier falsch? As I got closer to the mirror, I felt a slight tug in my pocket. I could tell there was more to that figurine than just carved wood. Okay, das heißt. I can feel it calling out to me.
Ja, was denn? Ich kann damit doch nichts machen. Ich kann hier nicht kombinieren, Jungs. Sehr schön, dass die dich ruft, aber... Mal in den Spiegel schauen vielleicht? It was the first time that had ever happened. I touched the mirror and crossed over to the other side. What the hell is this place? Ja, vielleicht ist es genau das. Die Hölle. Vielleicht auch einfach nur eine ziemlich düstere Geisterwelt. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge herausfinden. Ich freue mich wieder auf euch. Bis dann. Ciao.